Und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen hier bei GTA. Heute mal in einer ganz komischen Konstellation, in einer neuen Konstellation. Für euch zumindest. Und zwar mit dem guten Wiesel. Ja, wunderschönen guten Abend. Und mit dem guten Alpha. Moin Moin. Oh, jawohl, ja, wir starten in Augenkrebsland. Oh, geil. Netter. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall schon mal lustig aus, die Strecke. Ja. Die Strecke hat was. Ich merke gerade, ich habe die Sounds komplett ausgestellt. Oh. Ja, jetzt hört man gar nichts bei mir. Na, ist egal, was soll's. Geht schon, ist es eben bloß, ja. Hast du die Windschatten zu schnurren da hinten? Man sieht ja, was man, ne? Was passiert. Ja, ja. Boah, Alter. Wow, erstmal fett gedreht. Yay. Ach ja. Ich will jetzt erstmal eine Senkrechte hoch. Warum auch nicht? Geil. Kann man ja mal machen. Schildkröte. Schildkröten-Move, nicht erschrecken. Das Schildkröten-Move, was? Wirst du gleich sehen. Ach ja. Ich hab's gesehen. Hab den Schildkröten-Move unfreiwillig wiederholt. Hab's gesehen. Jo, und ich dreh mich erstmal in der Röhre, Alter. Ich... Alter, das ist aber auch Augenkrebs hier. Alter, warum immer Augenkrebsland? Ja, weiß ich nicht. Du wählst daraus. Ja, ne? Von daher, also. Ich baue die Dinger aber nicht. Warum fragst du uns? Nein! Autsch, Autsch, Autsch und tschüss. Verschwinde aus meinem Windschatten da hinten. Okay. Ist schön, wenn ich schon drin wäre. Ja, ich lass dich gar nicht erst rein, wie wär's damit? Rainbow! Regenbögen, yay! Wer mag keine Regenbögen, yay! Oh, Wallride. Oh, hier ist ein kleiner Wallride mit drin. Jo, Wallride verkackt. Bin unten raus. Yay! Dabei ist der schon breit genug. Wahrscheinlich nicht breit genug für dich. Ja. Normalerweise bin ich der mit dem Wallride Probleme hatte. Ja. Aber Alpha, drück mal auf die Bremse, wir sind so weit auseinander. Mach dir jetzt mal ein bisschen auf den Wiesel. Oh. Ich komme irgendwann dann immer. Ja, ich bin zwischen zwei Augenkrebsplatten. Ach, wie scheiße. Ich bin in so einer Röhre. Wow. Wow. Jawohl. Ja, den habe ich ja mal richtig verkackt. Darf ich mal steht einer? Ich stehe hier. Sandy, guck mal zur Plattform. Weg hoch. Ach, da oben, ja. Nein. Oh, Wiesel, Wallrides sind noch nicht so deine Stärke. Nee, irgendwie nicht. Ich versuch's zumindest schon mal, aber irgendwie so richtig. Ah, nein. Nicht aufs Maul fallen oder dich selbst zerstören, Mann, Junge. Och, nein. Okay, unpraktisch. Ja, was soll's? Meine Hinterreifen hängen in der Luft, ich komm hier nicht mehr weg. Soll ich dir helfen, komm? Jo. Das war das, auch. Das war ausnahmsweise zu hoch? Das, ja, ich. Also, Leute, nehmt es Wiesel nicht übel. Wiesel spielt bei weitem nicht so viel GTA wie wir. Ich glaube, Wiesel nimmt auch das erste Mal GTA auf. Ich bin nicht auch so. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht so ein Suchti wie ihr. Danke. Bitte. Bitte, gern geschehen. Gebe ich gerne wieder. Aber so rabiat musst du auch nicht vorgehen. Echt nicht? Warum? Komm mit, Alpha. Ups! Nein! Oh, kurz vorm Ende. Fuck. 10 Jahre später. Uiuiuiuiui. Bleib auf der Spur, scheiße. Fuck. Nein. Hast du denn dafür einen schicken Wagen genommen? Wenn ich das jetzt gerade wüsste. Ich glaube, das ist der X21, kann das sein? Kann sein, keine Ahnung. Wow! Ja. Oh. Schade, Wiesel! Ja, ich weiß. Das ist, nein! Irgendwann wird's mal noch was, ja?
Ach, meine Fresse, ist doch nicht wahr. Leute. Aber in meiner Folge war das jetzt Gold wert, die Explosion. Das glaube ich dir sogar. Jawohl. Geht doch. 10 Jahre später, 10 Versuche später, aber es geht. Kommst du mit, Alpha? Ja, ihr seid doch gerade da vorne in der Kurve. Ja, in dem so richtig. Wow! Wow. Ich drehe mich. Hoch! Was war denn das? Ich bin weggeflogen. Ja, ich hab's aus gemerkt. Unerklärlichen Gründen, die niemand kennt. Ja, ja, besser ist. Also Strecke 1 hat so ein bisschen was, finde ich. Zum Aufwärmen ist sie ganz cool. Oh, geht. Schildkrötenhof. Also zum Aufwärmen ist die echt, ganz okay. Das geht, ja. Ich hab mich gerade in dem Tunnel gedreht. Oh verdammt. Wow. Yay! Gerade so noch. Alter. Ah, ich hab's mal gerade geschafft, oder? Ich bin da volles Rohr dran vorbei. Ah ja. Kann passieren, ne? Boah, was, ich bin Erster? Was geht denn mit euch? Könnt mich da jetzt in die Erster machen lassen? Warum nicht? Ich verkack da eh gleich. Ich verkack da eh gleich wieder bei dem komischen. Ja, ich bin so weit abgeschlagen, also. Naja. Ja, ich halt gleich eh nochmal an. Also, ja, braucht da eigentlich nicht. Ich bin 18 Sekunden hinter Wiesel. Zeitlich passt das. Wow, Alter! Wow, Alter! Nein, du bist durch! Alter! Gut, dann fahr ich jetzt einfach durch, ne? Ja. Ja, fahr ruhig durch, alles gut. Das hätte klappen können. Oh. Herzinfarkt, Kino, ey. Gerade eben. Alle Achtung, Wiesel, alle Achtung. Oh, ja. Attacke! Aber meine Lieben, ich würde damit schon mal sagen, wir sehen uns in Rennen Nummer 2. Genau. Ich bin Dritter! Yay! Ich bin Dritter! Jawoll! Geil! Warum habe ich jetzt diese verdammte Melodie gehabt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, das könnte keiner sein. Gut, ich nehme auch nicht. Und siehst du? Schönes T-Shirt. Mhm. Ach, du hast den Wagner. Steinofenpizza. Ja. So, da geht's. Mhm. Also jetzt erstmal wieder ein frei, ne? Nö. Ach, hast du direkt alle schon? Ja. Ich hab eine Playlist gemacht diesmal. Ein Punkt zu Punkt, kein Kontakt. Soll man keinen Kontakt anlassen? Können wir machen. Von mir aus. Dann mach aber, ja, Motorräder. Ich halt ja. Sorry. Ja, gut. Das juckt mich nicht. Stört mich eher weniger. Was nehmen wir denn? Ich bin die Barty. Komm. Kleinere Pfannetten! Pfannette! Die Annette hat eine Pfannette! Yay! Yeah. Keiner bereit zum Spiel? Was ist denn hier los? Was ist denn bitteschön? Es hätten Wiesel denn noch schön. Ja, du fährst ja Kucho Jack, das war so klar.
Die hat nur ein Riesenproblem. Der Kucho Deck. Geradeaus fahren kann die super. Aber die Kurven nicht. Richtig, ja. Die hat sich so mit Kurven. Oh, wärmer schnell. Ich hab das Ding in meiner Garage stehen, also. Ja, kennen wir sie auch. Ja. Erstmal fett vorbei. Okay. Wow, das war aber knapselig. Huppa. Und hepp. Ja gut, das geht doch eigentlich noch hier. Yep, ja, yay. Upsala, yay. Upp, Alter. Was ist denn los, Wiesel? Ach, nix. Ich hab nur immer so Angst, dass ich irgendwas nicht treffe. Gerade. Weil das dann doch irgendwie... Upsala. Passt. Ich musste mein Motorrad waschen. Ja, siehste. Ja, ich mein's auch gerade. So mit den Rädern oder so habe ich's gerade mal ein leichtes bisschen gewaschen. Die waren ja dreckig, die müssten mal in die Wäsche. Ups. Aua. Aber das hat mich jetzt hier voll auf den Floor gebracht hier. Mann, muss das sein. Hast du deinen auch gewaschen? Nö. Schlimmer. Ich habe aus Versehen in einem Sprung zu weit nach hinten gezogen. Der ist in den Gleitmodus und das hat mich voll rausgebracht. Das ist unsozial hier gerade. Welche Stelle? Die, wo du über die Lücke musst. Jetzt gleich kommt eine, die ist ein bisschen arschig. Ja, das mit der Lücke ist richtig mies. Ich hab's danach kommt noch was Schlimmeres. Ich hab's gerade erwischt. Gibt da Ringe ohne Stoppschild? Nein. Ohne Stoppschild geht's nicht rüber. Man muss ja mal testen. Stoppschild. Wow. Ja, die musst du gleich als Rampe benutzen. Das habe ich mir schon fast gedacht, wenn die Dinger so schief stehen. Ach, da vorne fährt Wiesel. Ja, irgendwie schon. Wow, jawohl. Das Stoppschild habe ich genutzt, aber es ja. Wiesel, das ist zwar ein Stoppschild, aber das heißt nicht, dass du da bremsen musst. Nein, das... Jetzt hast du es nicht drauf. Kegel! Ich bin gerade gegrindet. Ich habe es. Yay. Glückwunsch. Yay. Ich kann es. Nach der Folge kommt der Cut. Yo. Cutty Cut Cut. Nicht wundern, Leute. Ich habe das jetzt gesagt, weil Wiesel nimmt ja das erste Mal mit auf und wollte sich da so ein bisschen an mir orientieren. Darum sagte ich das gerade. Genau. Wie ich das mit den Folgen handhabe. Weil ihr wisst, meine GTA-Folgen, die sind sowas von unterschiedlich derbe lang. Das stimmt. Ich bestätigen. Ich habe schon Strecken gehabt, da war ich selbst knapp 2 Stunden auf der Strecke. Und daraus gemacht habe ich dann 20 Minuten. Warum bin ich Erster? Ich bin eben abgesegelt. Ah. Ich auch. Huhuhu. Aber du bist nicht weit vor mir. Ach so. Forschung abgeschlossen, schön. Ja. Ist das jetzt die Forschung abgeschlossen? Oh, nicht schlecht. Ich habe jetzt eine Forschung abgeschlossen, ja. Warum nicht, ne? Aber ich warte natürlich vor dem Ziel auf Wiesel, dass Wiesel das Rennen ich auch endet. Ich weiß noch nicht mal, wann das Ziel kommt, aber ein paar Punkte habe ich noch anscheinend. Keine Ahnung. Es sind insgesamt 74 und ich bin jetzt bei 64. Also müsstest du bei 65, 66 sein. Keine Ahnung, wird mir nicht angezeigt, wo ich bin. Wie gesagt, ich hole dich gerade auch wieder ein. Du hast gleich eine Ausweichstelle, rechts oder links? Ich bin rechts rum. Ich fahr links. Ja, dann dürfte eigentlich schon bald das Ziel kommen. Ja, vor mir. Ich wäre da fast reingefahren. Ja, ich bin über den Punkt hinter dir, bin ich drüber geflogen. Also darf Alpha gleich sogar als erstes reinfahren. Er ist als erstes angekommen, darf als erstes reinfahren. Yay. Wiesel bemüht sich gerade noch. Ja. Toll.
Wie gesagt, wie, Leute, Wiesel fährt nicht oft GTA, nimmt auch nicht oft GTA auf. Da unten laufen die Cops amok. Also selten nehme ich das auf. Spielen okay, tue ich schon, aber... Ja, du kannst rein einfach. Jetzt hat Wiesel sich den ersten Platz gegaunert. nee, wenn er nicht rennt, fertig, wenn er... Eben. Also... Aber dann oder doch. Meinst du, es juckt mich? Mit dieser Folge GTA. Ich sag tschüss, die anderen bestimmt auch noch. Jo, ich... Ciao, ciao. Ciao, ciao, bis demnächst. Ciao, ciao. Bis zum nächsten. Tschüss. Tschüss.